grüß euch. Wenn ich den, oder, wieder mal brauche, dann glaube ich, wisst ihr, was los ist. Die Allerheiligen sind knapp vor der Tür. Und das heißt, ich mache wieder mal ein Allerheiligen-Gesteck. Das kennt ihr eh schon. Also ich habe ganz viele Videos schon über Allerheiligen, wo die ganzen Basics erklärt sind, verschiedene Gestecke. Ich glaube, das brauche ich nicht noch einmal machen. Es wiederholt sich ja einfach. Einfach bei den alten Videos bitte nachschauen. Ich mache einfach wieder eins. Schaut mir ein bisschen zu. Nebenher erkläre ein bisschen. Seid einfach dabei. Los geht's. Rinde, oder zumindest ich habe keine große gehabt, sondern nur zwei Teile. Jetzt habe ich mir die zwei Teile genommen und einfach mit Nägeln durchgebohrt und die so fixiert. Da kommt mein Steckschwamm drauf. Ich nehme einen frischen, damit es auch wirklich gut holtert. Das ist einmal meine Grundbasis. Und ich habe einfach die typischen Allerheiligen-Sachen, diesmal in Rot mit einem lieben Engel an. Das ist nämlich gewünscht, das mache ich für ganz liebe Freunde von uns. Dann Zepfen, Lotus, Moos, Äste. Dann habe ich getrocknete Hortensien, aber auch ein paar frische habe ich noch. Die trocknen nämlich auch sehr schön und bei den Feuchtsteckschwamm kann man die verwenden. Eine Fetthähne, ja, und verschiedenes Reisig. Ich möchte das ein bisschen länglich machen. Es sollte nicht allzu groß sein, weil es grob nicht so groß ist, aber trotzdem ein bisschen lieblich. Es ist für einen sehr jungen Menschen. Es soll einfach nicht so bieder ausschauen, sondern einfach ein bisschen lieblich sein. Und der war ein irrsinniger Waldmensch. Ja, ich glaube, da passt das recht gut. Als erstes schneide ich mir wieder meinen Steckschwamm zurecht, damit ich auch wirklich schön stecken kann auf die Ecken. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Schön abgerundet und dann habe ich genug Platz, um zu stecken. Und da fange ich ein bisschen mit dem Moos an. Das einfach ein bisschen auflegen. Ein bisschen sauber machen. Dann schaue ich einfach, wo, glaube ich, passt mir das eine. Man soll ja die Rinde wirklich noch sägen. Das ist meine Absicht. Also es ist nicht nur ein Untergefäß, wo sie komplett voll steckt, sondern sie sollte noch sichtbar sein. Also die geht das einmal ein bisschen ab. So, und jetzt kann ich mein Grün verwenden. Ich habe den da ganz lieb gefunden. Ich habe auch ein bisschen Kirschlorbeer dabei, ein bisschen so ein Durienort. Und das möchte ich einfach auf der Seite außer ein bisschen mischen. Dass einfach ein bisschen eine Struktur reinkommt. Ihr seht, es wirkt das und das total unterschiedlich. Allein durch die Struktur und durch die Farbe kann ich da schon ein bisschen was rausholen und ein bisschen spülen damit. Aber je nachdem, was ihr natürlich auch habt. Ich weiß, das mit dem Reisig ist immer ein bisschen ein Problem zu besorgen. Ich lebe da im Paradies. Aber ansonsten bitte nachfragen bei Floristen oder so, kriegt ihr das. Oder auch auf den Gärtnereien. Wenn ihr das selber macht, kann man so Sachen sich ohne weiteres besorgen. Das gibt es zum Kaufen. Jetzt habe ich da ein bisschen die Länge ausgesteckt. Da habe ich noch eins rein. Das ist halt immer vor der Weihnachtszeit ein bisschen die traurige Zeit oder auch beim Stecken her. Das ist alles viel grober und man macht das draußen. Oft ist es schon kalt oder so. Das ist irgendwie. Ja, ein bisschen ungemütlich. Aber ich denke mal, man macht das gerne. Das habe ich euch jetzt schon einige Male erklärt. Auch bei uns ist das eine Tradition in der Familie und ich finde, das ist einfach wirklich ein Gedenken. Wenn ich etwas selber mache und das aufs Grab stelle, es muss nicht perfekt sein. Um das geht es ja gar nicht. Ich weiß, das ist bei manchen so im Kopf drinnen. Aber es geht darum, ich habe an die Person gedacht und habe mir was überlegt und auch wirklich für den das gemacht. Also mir war das schon immer ein großes Anliegen und nicht nur das Größte und das Beste und Schönste gekaufte. Wenn ich sowas selber mache, an die Person gedacht habe, für die ich das gemacht habe, ja, ich weiß nicht, das ist also eine energetische Verbindung. Ich mag das recht gern. Es gibt mir ein gutes Gefühl und ich hoffe auch an dem, was ich gedacht habe. Ja, deswegen mache ich das auch immer. Trotz oft ja, die ganze Stupferei. Und trotz oft schlechtem Wetter oder ja, oft gibt es ein bisschen widrige Umstände, wo man sagt, wo kriegt man das? Und das ist ein bisschen schwieriger und nicht so schön das Basteln. Aber dafür nehme ich das gerne in Kauf. So, jetzt habe ich da die Basis einmal so einigermaßen ausgesteckt. Ja. Jetzt möchte ich da ein bisschen mit den
grünen Hortensien nachspülen. Die sind nämlich gerade noch so wunderschön bei mir. Und ich finde, die machen das so wirklich schön hell. Ich habe eben den Feuchtschwamm. Wenn ihr Trockenschwamm nimmst, dann bitte trockenen nehmen, weil sonst hängen die. Aber die da trocknen ja langsam ein. Und das ist halt eine Zeit lang wirklich frisch und schön. Und später dann wird es aber auch trocken. Und ich finde, das ist eine gute Sache, weil ich am Anfang wirklich was Frisches habe und mit der Zeit dann verblasst es ein bisschen, aber das ist, glaube ich, okay. Ansonsten, wenn ihr die nicht habt, dann einfach die trockenen verwenden. Passt genauso gut dazu. Und ich habe ja, wie ihr gesehen habt, da in Rot diesmal. Und da habe ich den Cotoneaster gefunden mit den Beeren drauf. Mann, der schaut ja total lieb aus. Ich weiß, nach einer gewissen Zeit gehen die Vögel damit. Aber es ist okay. Sollen auch ein bisschen was davon haben. Aber ich denke mal, gerade am Anfang, wenn ich es hin tue, habe ich die roten Beeren drinnen. Ich finde, das ist einfach eine liebe Kombi. Ich mag es gern, dass ich dir eine gebe. Die kann man ja später austauschen, falls sie es wirklich abgefressen haben. Aber sonst bleibt das grün auch. Es ist eben auch ein bisschen ein frischer Schmuck zwischendrinnen. Ja, und ich habe es eben gerade. Bei mir wächst das auf unserem Grundstück. Und wie ihr wisst, dann verwende ich das auch. Also immer ein bisschen schauen, was ihr habt. Einfach die Sachen verwenden, mit einarbeiten. Aber sie nicht unbedingt jetzt die Ewigkeit halten oder ich weiß, die Vögel fressen das irgendwann runter. Ich glaube, es ist trotzdem okay. Jetzt habe ich das Rot auch schon ein bisschen verteilt da drinnen. Ich möchte ein paar so Äste dazu eingeben, die Moosäste. Die habe ich eh meistens, aber bei ihm ist das ganz besonders, weil er war wirklich ein Waldmensch. Der hat das irrsinnig gern gehabt. Ich glaube, da passt das dann besonders gut, wenn man auf das eingeht und das wirklich mit dem wieder kombiniert. Weil das hat einfach zu den Typ Menschen gepasst. Und ich glaube, da hätte er sicher auch Freude, wenn er ein bisschen Wald auf seinem Platz erlauben hat. Dann habe ich wieder die großen Zöpfen. Und das sind immer so typische Sachen, die was zu Allerheiligen verwendet werden. Und die halten auch super, das ist wirklich altbewährt. Die Zöpfen gehen manchmal, wenn es regnet oder viel Feuchtigkeit ist, zusammen. Aber wenn es dann wieder schön wird, gehen die auch wieder auseinander. Also wirklich haltbar, man kann sie auch wirklich jahrelang einstecken. Weil wenn ich es grob abrahme, dann hole ich das alles wieder raus. Ich schmeiße das nicht alles zusammen weg, sondern ich gehe mir das wieder holen und ich kann die wieder verwenden. Ich hole das eher ein bisschen flach, eben zum grob passen. Da ist, wie gesagt, jedes grob komplett verschieden. Da muss ich schauen, was passt aufs grob, was für eine Größe passt, was für eine Form passt. Und jetzt habe ich wirklich nur einmal mit den Natursachen ausgesteckt. Und das habe ich absichtlich gemacht, weil ich euch einfach zeigen wollte, ich kann auch wirklich nur mit ein paar gesammelten Sachen, mit ein paar Zöpfen, was ich mir kaufe, ein bisschen was aus dem Garten oder Fetthenne oder je nachdem, was ihr habt, schon ein tolles Gesteck machen. Ich muss eigentlich genau genommen gar nicht irgendwas kaufen. Außer vielleicht die Zöpfen, die hat man vielleicht nicht. Aber mit den anderen Sachen kann ich schon ganz was Liebes gestalten, ohne dass es mir jetzt weiß ich, wie viel kostet. Weil das ist ich manchmal auch ein bisschen eine Frage, die Sachen sind ja gar nicht billig. Und da muss ich dann nicht unbedingt jetzt so viel ausgeben, sondern ich schaue einfach, was habe ich. Ich zeige euch das jetzt einmal. Das ist wirklich nur mit den Natursachen und ich finde, das schaut aber auch schon recht toll aus. Ich möchte aber auch, weil es auf Wunsch ist, ein bisschen was Rotes dazu reingeben und auch das Engere dazu, weil es ist ja nicht für mich, sondern liebe Bekannte. Und dann komme ich dem Wunsch natürlich sehr gern nach. Und jetzt kommt eben noch ein Farbtupfen rein. Ich kann da auch sehr gut Lila oder so dazugeben, passt auch wunderbar. Ich glaube, ich habe schon wieder zu viel hergerichtet, aber das kennt ihr eh schon von mir. Aber ich tue immer lieber zu viel, als wie ich habe zu wenig und eine Hand passt nicht. Eine Holzrosen, Holzblumen. Er hat viel mit Holz gearbeitet. Und dann erinnert das ein bisschen daran. Und da ist es wirklich nur die Farbtupfen, was da sind.
verteilen. Dass es wirklich nicht nur auf einem Fleck zusammen ist, sondern dass es das ganze Gesteck ein bisschen mitzieht. Und das ist ja absichtlich ziemlich flach gehalten. Wie gesagt, weil es nicht am besten drauf passt und damit man auch die Rinde, wenn es irgendwo steht, auch noch schön sieht. Dass das nicht komplett verdeckt ist und komplett zu ist, sondern dass es wirklich sichtbar ist, auf was das gesteckt ist. Das ist bei dem Gesteck eigentlich die Absicht. Das gehe ich wieder unterhalb auch noch rein, damit es wieder seitengleich ist. Muss man natürlich nicht, aber mir gefällt das recht gut, dass das ein bisschen so rot ausblitzt. Ja, und eigentlich im Grunde genommen ist mein Gesteck schon fertig. Wie gesagt, ihr kennt das vorher mit den Natursachen schon wunderbar losen, schaut sehr schön aus. Aber eben wie gesagt, auf Wunsch. Man kann natürlich einen rosa Ton, man kann ein lila dazu eingeben, man kann ganz in einem grünen Ton bleiben, gibt es auch, oder nur mit Natur. Aber die Farbe immer anders überlegen, das ist das, was ich gemacht habe. Ich weiß, ich sage das immer dazu, aber das wird immer wieder geschrieben. Die Farbe einfach umdenken und auf seine eigene Farbe denken. Das war einfach ein bisschen eine Anregung, aus wirklich einfachen Sachen etwas Flaches, wirklich Kompaktes zu gestalten. Das ist einmal das Allerheilige Nummer 1. Schauen wir, was weiter passiert. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.